Fenster und Türen und vor allem die richtige Bedienung und die Möglichkeiten, die wir damit haben. Und ganz wichtig, die Sicherheitsfeatures. Ja, schaut's mal. Also wir haben bei unseren Fenstern, bei allen Fenstern, haben wir Fliegengitter dort, die sich magnetisch verschließen. Und ich kann jetzt so, also sogar sukzessive, das verstellen, je nachdem, wenn ich ein bisschen Beschattung haben will, in jeder Stellung freilassen oder natürlich auch wieder das Ganze trennen. Vom Öffnen her ist bei den Fenstern überall eine Sicherheitsverriegelung drin, die man drücken muss, um das Fenster zu öffnen. Und ich habe die Möglichkeit, das zum Lüften in der kleinen Position einzurasten. Dann ist auch das da wieder gesichert, dass man es von außen nicht so leicht aufmachen kann. Beim Öffnen vom Fenster, beide nach oben machen. Und dann ist es jetzt mal in der Stellung drin. Und wenn ich es weiter öffnen will, dann kann ich die Gasdruckfeder bedienen. Indem das es dann, kann ich aber jede Stufe einstellen, wo das bleiben soll. Bleibt überall stehen. Also eine sehr elegante Lösung. Ja, machen wir es wieder zu. Ähnlich ist das Ganze bei unseren Dachflächenfenstern. Auch da haben wir einen kompletten Sichtschutz für die Nacht, dass es schön dunkel ist. Oder entsprechend Fliegengitter wieder dort. Auch beim Öffnen von denen, ich kann in einer leichten Lüftungsposition kann ich es da ablegen. Oder ich stelle es einfach komplett auf. Genau, dann ist das Ganze draußen. Ja, und dann nur ein kleines Highlight, oder großes Highlight vielleicht sogar, bei unserer Türe. Auch die hat nämlich Fliegengitter dort. Ne? Das ist eine sehr elegante Lösung. Und wenn wir das Fahrzeug verlassen, wir gehen irgendwo auf eine Bergtour oder eine Stadtbesichtigung, dann absolute Besonderheit, also vor allem die Türen, die sind nämlich aus Alu, was halt wirklich schon ein richtiger Schutz ist, keine Kunststofftür, sondern Fenster und Türen sind aus Alu, auch das Dachfenster. Und wir haben bei der Tür eine Dreipunktverriegelung. 1, 2 und 3. Also, wenn wir die Tür verschließen, dann sind wir safe. Vor allem, wenn wir einen Schlüssel mitnehmen. Also.